Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute gibt es endlich Mentos Schoko und ich will euch dieses Video schon seit einem Jahr zeigen, beziehungsweise ich will das schon seit einem Jahr drehen. Es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Jetzt habe ich alle drei Mentos Schoko Sorten beisammen und werde sie mit euch gemeinsam gleich verköstigen und ich werde euch auch erzählen, warum ich die so besonders finde. Mentos Schoko, sie ist schon besonders, dass Mentos hier ohne Minze auskommt. Hier in der Sorte Normal Schoko ist wirklich keine Minze drin. Wir kennen ja Mentos so als Kaubonbon, als Dragé mit Frucht oder mit Minze. Und das hier ist tatsächlich Schokolade hier wie bei Mella. Wer kennt noch Mella, diesen Snack Karamell mit Schoko gefüllt? Genauso ist dieses Mentos Schoko aufgebaut. Ganz, ganz spannend. Dann, ich will so nicht viel vorwegnehmen, aber schon ein heimlicher Star, Mentos, Entschuldigung, Schoko-Karamell. So mit weißer Umrandung und so einer richtig leckeren Füllung. Und zu guter Letzt, Mentos und Menthol und Minze geht also doch. Die dritte Sorte ist wie die Schokosorte, nur mit einem Minzaroma. Finde ich wirklich super spannend, ihr Lieben. 100 Gramm haben zum Beispiel von der Sorte 411 Kalorien und hier sind drei Stangen drin, a 38 Gramm. Und wenn man so richtig Bock auf Schokolade hat, aber nicht Bock hat, eine ganze Tafel zu essen, ich finde, das ist ein gutes Produkt, um damit seine Schokosucht, oder wenn man wirklich richtig Bock hat, dann sagt so, ich habe aber schon so viel gegessen, um damit seine Schokosucht zu stillen. Ich habe die damals beim Kiosk entdeckt und ich fange jetzt mal mit meiner, komm, ich fange mit der liebsten Sorte an, mit der weißen Sorte. Und ich fand die einfach so geil, weil so eine Stange, 38 Gramm, 100 Gramm haben 400 Kalorien. Kann man auf jeden Fall mal wegspachteln, ohne dass man danach aus schlechtem Gewissen drei Runden um Block laufen muss. So, die Stange muss ich natürlich erstmal hier rausholen. Wo habe ich die eigentlich gekauft? Ich habe die entdeckt im Famila. Ich habe sie auch entdeckt im Kaufland, habe ich sie auch entdeckt. Und im Realsupermarkt, glaube ich. Aber ich glaube, die gibt es mittlerweile fast wirklich überall, oder? Haltet mal die Augen auf. Ich glaube, die solltet ihr wirklich... Das ist etwas Gutes, wenn ich zu lange mit dem Video warte, weil die gibt es, glaube ich, auch schon seit 3 Jahren mittlerweile, dann gibt es das Produkt fast überall. Das ist immer das Gute. Und ja, ich habe die, ach hier, hier steht es dran. Hier öffnet man die Mentos-Rolle. Was für eine Fummelei beim Guru. Aber ja, er fummelt hier alleine rum. Wie traurig ist das denn? So, der erste Mentos. Den weiß ich. Den beiße ich für euch mal an und zeige euch den gleich mal in Großaufnahme, weil da drin habt ihr so eine leckere, schmelzige Füllung. Ich finde, das schmeckt wie weiße Schokolade, ehrlich. Ich finde es mega geil. Hier steht Schoko und Karamell drauf, aber mich erinnert es eher an weiße Schokolade. Richtig lecker. Mmh. Hammer. Richtig geil. Und deswegen bekommen die auch wirklich 10 Punkte. Probiert sie aus. Mein Tipp, ich feiere die total. 10 Punkte für Mentos, Schoko und Karamell. Und wenn ihr irgendwo im Kiosk seht, mitnehmen, einkaufen, gönnen. Mmh. Wirklich so lecker und ganz einzigartig. Mentos und Schoko, das erinnert mich schon ein bisschen eher an Mella. Wie gesagt, hier macht man die Aufschnitte immer so ein kleiner... Hinweis, wir öffnen. Und von so einer Stange hat man echt ein paar Minuten Freude. Nur 10 Minuten kann man darauf rumkauen mindestens. Und das ist halt geil. Dieses Kauen verbrennt ja auch schon wieder Kalorien. Vermutlich ist es so, wenn man die Dinger gegessen hat, plus, minus, null. Nein, davon träume ich, aber es ist trotzdem super lecker. Richtig geil. Ich beiß nochmal einen für euch an, damit ich euch gleich den Inhalt in Großaufnahme zeigen kann. Mhm. So. Jetzt habe ich hier, das ist so richtig schön chewy. Also, da kann man richtig lang drauf rumkauen. Wenn ihr auf Karamell steht, kriegt man richtig Muskeln in den Backen hier. Und genau das ist es halt. Man kaut drauf rum, man hat was zu tun, man kaut drauf rum, man hat einen leckeren Schokogeschmack dabei. Und das Ganze gibt es dann noch mit Minze.
Wie cool ist das denn? Die sehen, glaube ich, genauso aus wie die mit Schoko. Aber halt minzig vom Geschmack. Und ich glaube, die gibt es echt tatsächlich am seltensten. Aber wie gesagt, habe ich entdeckt noch für euch und sofort mitgenommen. Ah, hier sehen wir auch. Die sehen tatsächlich genauso aus wie die anderen Schokomentos und sind kaum zu unterscheiden. Hier hat man das einen feinen Marzipan. Marzipan. Mint. Mintgeschmack. Guck mal, wie hart die sind. Die sind echt nur gut. Ich krieg nicht hin. Boah, die sind echt. Da bekommt der Kiefer was zum Kauen und was zu tun. Und der Minzgeschmack ist echt geil. Wenn ihr After Eight mögt, das ist ungefähr so diese Minznote, die hier drin ist. Also nicht übertrieben, aber schon sehr erfrischend und lecker. Minz bekommt von mir 8 Punkte und auch die normale Sorte 8 Punkte, aber die weißen so geil 10 Punkte. Gönnt euch in der Diese jetzt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die auch schon irgendwo gesehen habt. Und ich zeige euch die Dinger jetzt nochmal ganz kurz in Großaufnahme, ihr Lieben. Hier könnt ihr tatsächlich die Schokolade sehen, die in diesen Karamell-Drops drin ist. Und hier ist dann mein Favorit, der mit der weißen Schokofüllung. Lecker. So, ihr Lieben, ich hoffe, das war jetzt nicht zu unappetitlich, aber ich will euch unbedingt auch mal zeigen, wie die von innen aussehen, damit ihr so einen besseren Eindruck bekommt. Wie gesagt, schönes, kauiges Karamell drumherum, innen drin die leckere Schokolade in einer Mischung mit Minze und in der anderen Mischung sogar mit dieser weißen Schokofüllung Karamell. Hammer! Einfach mega lecker. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, denn das war's mit dem Video. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich wieder bald. Tschüss!